Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 in der Operation Liberty. Wir haben es ja beim letzten Mal gerade noch so geschafft, hier unseren Reichsmarschall aus der umkämpften Stadt zurückzuziehen. Da habe ich ein bisschen gepennt und jetzt sind wir gerade dabei, uns hier so ein bisschen vorzuarbeiten. Hier haben wir noch, das ist quasi unser Elite-Ziel, hier muss der Feldmarschall hin. Ja, es ist ein bisschen tricky hier. Jetzt sind wir hier erstmal die Stadt einigermaßen gesichert. Aber ihr seht schon hier, der Fluss ist einigermaßen gesichert. Er scheint jetzt aber keine Flugabwehr mehr zu haben. Das heißt, wir können in der nächsten Runde hier, glaube ich, anfangen, seine Longtoms anzugreifen. Aber wir werden es einfach sehen. Ich würde sagen, wir gehen mal in einen Rundenwechsel und schauen mal. Sehr viele Flugzeuge. Versuchen mal hier ein bisschen den Überblick zu behalten. Ein Hinterhalt, das tut mir jetzt aber leid. Aber trotzdem, der Amerikaner wird hier nicht locker lassen. Er greift den EN-100 am Flussfeld an. Greift den Scout da an. Flugzeuge da oben. Na, der Durchbruch hier wird noch ein bisschen schwierig. Hier mit Artillerie an, Infanterie. Jetzt hat er sie wieder eingekesselt. Das heißt, wir müssen die und die rausnehmen. Die Einkesselung ist halt extrem gefährlich, weil dadurch die Unterdrückung immer weiter steigt. Boah, der drückt hier wieder massiv rein, um da ja die Einkesselung aufrechtzuerhalten. Und er führt immer wieder neue Kräfte nach. Das ist echt brutal. Also ich glaube, die Stadt ist nicht zu halten. Die Einheiten werden da verloren gehen. Zumal mit der Einkesselung keine Chance. Ja, jetzt macht er hier noch dicht. So. Den lassen wir erstmal stehen. Vielleicht nutzen wir ihn nochmal. Hier oben. Hey, Cat, auf Wiedersehen. Der E50 ist wieder da. Allerdings haben wir hier keine Felder, wo wir ihn wirklich gut aufstellen können. Wie machen wir denn jetzt hier weiter? Ich hoffe natürlich, dass durch die Brückenpioniere nicht noch mehr Scheiße ankommt. Wir führen den mal dahin. Wenn er sich da anfängt wohlzufühlen, wird es natürlich schwierig. So, okay, der Reichsmarschall, den führen wir jetzt erstmal aus dem Gefahrenbereich raus. So, hier unten. Weil ich will mal was probieren. Was ist denn, wenn ich... Machen wir das so. Und... Ich würde jetzt ganz gerne den Amerikaner tatsächlich hier mal ein bisschen... unter Druck setzen. Ach ja, guck mal, er ist ja auch noch da. Dich habe ich ja ganz vergessen.
So. Irgendeiner von dem Abwehrfeuer? Nee. So, Flugabwehr raus, das ist wichtig. Wir führen die Pioniere mal in die Stadt rein. Auch wenn sie jetzt kein Abwehrfeuer kriegen, soll doch der... Soll doch die Panzer, die hier stehen... Oh. Aua. Ja, okay. Okay, okay. Vielleicht überlege ich mir das mal noch. Das sind die Pioniere, die erste Hilfe hier bekommen, wenn sie sich nicht bewegen. Hier ist immer noch ein Jäger. Wir stellen mal den Achter auf ihn drauf. Haben wir noch einen Doppler? Nee. Die kommen nicht bis da hoch. Das ist natürlich jetzt scheiße. Haben wir noch einen Flugplatz eingenommen, den wir da nutzen können? Oh, hier ist ja noch ein... Ups! Hier ist ja noch unser Mörser. Das war doch ganz gut. Weiter vorrücken können wir, glaube ich, eh nicht. Wir können die Flugabwehr mal dahin setzen. So. Die hier müssen weg. Mindestens. Plus er. Problem ist, dass dann die der kommt nicht wieder zurück, der bleibt auf dem Brückenfeld stehen. Das ist ultra mega kacke. Scheiße. Der kann nicht auf das Brückenfeld gehen und dann sich wieder wegbewegen. Das ist extrem gefährlich, weil damit ist er natürlich im Zumal es die Einkesselung nur hier aufhebt. Hier oben können wir tatsächlich nicht helfen. Das ist super scheiße. Wir brauchen den Flugplatz hier. Damit wir dort besser helfen können. Weil ihr seht schon, wir kommen hier an die gar nicht mehr ran. Das ist ultra kacke. Hier sind da bestimmt noch Minen, oder? Da sind Minen, okay. Oh shit, ich krieg doch nicht mal. Ihn muss. Ah, der kann aber doppelt angreifen. Den würde ich jetzt gerne für andere Sachen verwenden. Naja, egal, komm. Was hat er hier noch? Aggressives Gegenangriff. Aha, bei Verteidigung, okay. So, greif die Pack an. Sehr gut. Dann können wir nämlich hier ein bisschen schon anfangen aufzuräumen. So, der Scout kann sich bis dahin durchmogeln. Und fährt einfach weiter. So, dann... Na, das ist von dem... Rückenfeld ist halt einfach noch scheiße. Wenn die Hellcat da ankommt, wird's eklig. Ja, an die Hummel. Ah, okay, doch, geht. Das war jetzt bloß mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. So, hier die Straße entlang wird's halt scheiße.
Wir können den Panzer hier schon rüberführen. Die Flugabwehr. Ja, gut. Pff. Die deckt halt jetzt dort nicht mit ab, aber ich glaube, da kommt er auch tatsächlich nicht hin. Was er machen wird, ist mit der Hellcat hier irgendwas zu versuchen. Das ist mir reichlich Wumpe. Hier über den Fluss kommt er erstmal nicht. Jetzt... Ach, hier ist ja noch ein E50. Das ist sogar unser starker E50. Warum setze ich den nicht ein, oh Herr? Ah, der kann zweimal angreifen. Nice. So, jetzt haben wir noch zwei Jäger. Mit denen müssen wir... Er muss sich hier hinstellen. Um die beiden zu decken. Und ihn nutzen wir... Um eine der Artillerien hier zu decken. So, den Scout frischen wir einfach mal auf. Die bleiben da stehen. Und dann... Schauen wir mal, was passiert. Ach, Mist. Nee, doch, hab ich... Ich hab jetzt gedacht, ich habe die hier oben vergessen zu bewegen, aber nein, die habe ich bewegt. War ich jetzt? Ja, okay. Er nutzt tatsächlich da oben die Gelegenheit. Naja, hier wird es jetzt auf jeden Fall... Alter, sind das viele Einheiten. What the fuck, ey. Geht das Hauptquartier raus? Kansas City sicher 0 von 6. Gott. Oh mein Gott. Alter, hat der viele Einheiten. Ist das brutal. Okay, das ist jetzt hier wirklich scheiße. Okay, da. Okay, jetzt wird's richtig scheiße. Jetzt haben wir ja alles an Punkten auf dem Ding verloren. Meine Herren, ey. Also, dass er da jetzt so den Köder anfisst, Was kostet denn das, um das wieder aufzufrischen? 7000 Punkte. Ja, komm, was kostet die Welt? Den Overrun nicht. Da. Boah, da komme ich genau nicht ran, ey. Ist das ätzend. Kann ich das mit denen machen? Oh, und dann bewegt sie sich weg. Ich kotze im Strahl. Das ist doch kacke. Ich will die raus haben. Okay, die 7000 Punkte Auffrischung war natürlich jetzt brutal teuer, ne? Das ist klar.
Aber im Moment können wir nichts dagegen tun. Kommen wir... Okay, weg mit euch. Raus mit den Viecher. Okay, die ergeben sich. Dann hätte ich das natürlich gar nicht gebraucht. Gut. Jetzt müssen wir uns hier längs durcharbeiten. Der Scout kann sich nicht nochmal bewegen. Wir machen das mal so. So. Tja, und der Panzer, was mache ich mit dir? Aber hier sind halt alles von Minen. Da brauche ich wieder Grenadiere, um das irgendwie aufzuheben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine gute Idee war hier. Den kommen wir halt nicht ran und die werden uns hier massiv jetzt... Also, ich glaube nicht, dass der Move mit, dem Löwe jetzt eine gute Idee ist. Weil wir dadurch höchstwahrscheinlich eingekesselt werden. Das, ich nehme das mal zurück. Die Brückenpioniere sind insofern jetzt, glaube ich, erstmal unproblematisch. Weil ich nicht glaube, dass er nochmal mit einem neuen Move von da oben kommt. Obwohl er sie jetzt wieder auf die Flüsse, den Fluss gesetzt hat. Das soll nichts heißen, aber ich glaube es aktuell nicht. Jetzt mache ich aber auch gerade Blödsinn. Wir könnten den Scout jetzt wenigstens in die Stadt setzen. So, wir könnten die nach vorne, die dahin... dahin. So. Dann könnten sie jetzt die Hummel angreifen. Komme ich eventuell mit den... Nur ein bisschen rumexperimentieren. Komme ich in die Stadt rein? Ja, komme ich. Okay, dann machen wir das mal so. Wenn sie jetzt was ranführen, könnten sie natürlich jetzt die Hummel angreifen. Das wäre natürlich scheiße. Wir müssen halt gucken, dass wir hier den Durchbruch hinkriegen. Die gehen jetzt mal tatsächlich hier hoch und versuchen da dann den Durchbruch für den Panzer zu ermöglichen. Und wir wollten eigentlich den Flugplatz haben, was wir jetzt nicht geschafft haben. Das ist super kacke. Komme ich mit irgendeinem der... Oh ja, komme ich. Komme ich da eventuell... Ne, von hier unten komme ich da nicht weiter, ne? Kommen dann nur bis dahin. Ah, verdammt. Auch in den Flugplatz, sonst kommen wir da nicht weiter. Sonst können wir da nicht wirklich supporten. So, er frischt sich auf. Ja, und die beiden kann ich jetzt nicht wirklich... Ah, doch, hier. Warte mal.
Na, wir hätten die angreifen können. Jetzt haben wir es, jetzt ist egal. Jetzt 5000 Mal rückgängig machen, ist dann auch scheiße. So, wir haben noch einen Scout. Und wir haben noch einen Panzer. So, den ziehen wir aber wieder zurück. Der Scout, kann der Scout den... Ah, der Scout könnte das tatsächlich. Jetzt hätten wir den Flugplatz. Jetzt mache ich es aber auch nicht wieder rückgängig. Das ist jetzt so, wie es ist. Es sieht nicht einfach aus. Das ist das Fazit. Tja, der deutsche Vorposten ist im Grunde komplett rausgebumst worden. Und er führt halt gefühlt weiterhin einen Haufen Einheiten nach. Wir gehen mal hier wieder runter vom Brückenfeld, weil das natürlich scheiße ist für uns. Achso, guck mal hier. Schade. Gut. Wir greifen hier nochmal an, falls er beim nächsten Mal die Minen nicht direkt rauskriegt, wer weiß. So, das bringt nichts und dann geht es in den Rundenwechsel. Aua! Kann mir jemand erklären, was ich da für Blödsinn gemacht habe? Warum habe ich den denn nicht gedeckt? Oh, verdammte Scheiße. Ja. Warum auch immer ich den da nicht gedeckt habe, ich weiß es nicht. Dafür, dass es ein EN-100 ist, ist der echt schwach. Was habe ich mir denn dabei gedacht, den da ungeschützt dahin zu setzen? Aua, ist das teuer. So, du gehst erstmal raus. Ne, warte mal, der Scout kann da ruhig stehen bleiben. Das kann der Panzer. So. WTF, ey. So, wir verlegen ihn dahin. Das Geile ist, er kann jetzt direkt... Können wir noch einen zweiten dahin verlegen? Am besten von hier unten ihn. Weil der kann eh nicht so weit fliegen. Guck mal, er kann jetzt... Ach, er schafft es mit einmal. Okay, na gut. Na gut, dann greift den Panzer an. Ja, dann räumen wir da halt erstmal auf und rollen das Ganze von Süden an, in der Hoffnung, dass es ein bisschen für Ablenkung sorgt. So, hier weg. Scheiße, ey. Dadurch, dass das hier, mit diesem Brückenfeld ist gerade mega scheiße. Na los, nimm ihn raus. Hä?
Warte mal, jetzt doch gerade noch die Prognose, dass ich da hinfahren kann. Okay. Jetzt sind wir wieder in der Situation, dass wir... Also jetzt mache ich den Move. So, plus 3 gegen weiche Ziele. Der kann sich leider nicht nochmal bewegen, aber die sind jetzt eingekesselt. So, jetzt versuchen wir hier den Durchbruch hinzukriegen. Verdammt. Müsste der Leid mal weg. Okay. Ja, wir müssen uns mit den Pionieren da jetzt durchkämpfen. Na, er hier. Wobei, er kann das... Das machen zwei Seiten. So minus 1, minus 7. Minus 1, minus 9. Na gut, dann können wir auch... Pass mal auf, dann... Ah, das ist, der hat nochmal einen doppelten Angriff gehabt. Das war jetzt ein bisschen, naja, egal. So, jetzt können wir aber ihn noch... Hallo, ihn bitte auf die noch setzen. Und die beiden... verlegen wir. So, das war jetzt stellenweise nicht super optimal gespielt, würde ich sagen. Und das Ding ist auch alles andere als irgendwie, wie soll ich denn sagen? Na gut, das macht keinen Unterschied. Die bleiben eingekesselt, das ist wichtig. Damit kriegen sie Unterdrückung. Das wird spannend hier. Definitiv. Hier haben wir noch eine Artillerie, die schießen kann. Was mache ich denn mit dir? Warte mal, den könnte man da hinsetzen. Der kommt nicht bis davor. Die kann auch noch mal schießen, aber das wird jetzt... Naja, komm, dann du. Was ist, wenn ich sie hier hinsetze? Das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Wir haben sehr... Also wir haben eigentlich viel zu viele Punkte eingebüßt bei dem Versuch, ihn hier aufzufrischen, das war natürlich, also, puh, ja, also, wie soll ich sagen? Ein bisschen teuer, aber egal. Vielleicht kriegen wir wieder einen Haufen Prestigepunkte zurück, wenn wir die ganzen anderen Punkte wieder erobern. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt geben OneFin, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Heimdall, Rico, Tomboy, Roblitz, Jan, VG und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.